Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Sekiro Shadows Die Twice. Und wenn man mich kennt auf meinem Kanal, dann weiß man, ab und zu scheue ich auch keine Herausforderungen. Dark Souls auf der Switch habe ich durchgespielt mit 3 Milliarden Tode. Aber auch Cuphead, das ich immer noch für eines der schwersten Spiele der Welt halte, habe ich auch durchgespielt. Deswegen schaut mir was Neues an. Ich bin nicht so der absolute Dark Souls Fan. Also es gibt natürlich viele Cracks und ich habe auch viel Hilfe unterwegs bekommen, aber ich bin absoluter Fan von Bloodborne auf der PlayStation und habe das relativ gut gespielt. Ich weiß nicht, wie gut ich es durchgespielt habe. Ich habe leider nie Let's Play davon gemacht. Lag aber daran, dass ich irgendwie das Spiel schon angefangen habe, bevor ich überhaupt hier losgelegt habe mit den ganzen Let's Plays. Also von daher, vielleicht holt es mal irgendwann nach, ich weiß es nicht. Aber dieses Spiel hier zum Beispiel kenne ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es wieder ein bisschen anders ist als Dark Souls. Aber es ist von der gleichen Firma, deswegen weiß man schon, es geht ans Eingemachte. Und ja, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Ich werde dieses Let's Play auf jeden Fall beenden. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und ich weiß noch nicht, wie das ist. Vielleicht liegt es mir auch gar nicht, aber wir schauen es uns einfach mal an. Ich denke mal, wir gehen auch direkt rein, weil sonst wäre es auch irgendwie so ein bisschen langweilig. Zack. Jups, das bin ich. Ja, das tue ich. Suche nach Spielständen. Okay, ein bisschen synchronisiert. Und man sieht, ich habe es vorher noch nicht gespielt. Ich muss wirklich diesen ganzen Kram da runter scrollen. Das ist euer Ernst? Achso, es geht schneller. Okay. Zack. Und, oh, ich nehme es mal an. Gesprochen, die Dialoge werden standardgemäß in japanischer Sprache abgespielt. Okay, gibt es das auch in englischer Sprache? Würde ich cooler finden, muss ich leider zugeben. Gibt bestimmt Leute, die das Japanische gut finden, ich nicht. So, gucken wir mal nach. Sprache. Text, Standard, Dialoge. Dialoge auf Deutsch. Die sprechen auch Deutsch da? Wie geil ist das denn? Ich weiß, oh, nicht Deutsch. Synchronisation von Deutschland ist immer schlecht. Naja, das stimmt noch nicht ganz. Schaut man sich die Bud Spencer und Terence Hill Filme an, da weiß man, dass Deutschland die super Synchronisations Sprache der Welt beherrscht. So, ja, das war's dann. Was ist Standard? Das kann man dann noch einstellen. Standard ist, na okay, dann machen wir auch Deutsch. Nicht, dass es irgendwie noch ein anderer Standard ist da. So, das war's. Hat das jetzt übernommen? Ja, okay. Gut. Mehr kann ich einstellen. Nicht mal Schwierigkeitsgrad, immer auf ein neues Spiel. Ach, da, okay. Kamera. Ja, das ist nur blöde, wenn man fragt, wie man das vorher haben will, weil im Endeffekt kann man es ja erst merken, wenn man es gespielt hat. Ne? So, Blut. Oh nee, das kann ich nicht sehen. Ah, Blut lassen wir drin. Untertitel lassen wir auch drin. Falls ich mal zu laut rede. Bildqualität. Wenn HDR aktiviert ist, kann die Helligkeit nur über das Pausemenü. Okay. So, speichern wir die ganze Kram. Oh, es geht los. Ich bin gespannt. Entschuldigung. Hab mich aber schon lange drauf gefreut, auf das Spiel muss ich zugeben. Bloß in jetzt gerade. In den letzten Jahren der Sengoku-Ära. Mensch, wie auf Deutsch, ey. Wurde Japan von ewigen Kriegen erschüttert. Die Kriegsfeuer loderten. Selbst Ashina in den Bergen war vor den Flammen nicht gefeit. Zu beherrschen. Ah!
Das nenne ich mal einen Pferdeschwanz. Au. Dieser arme Straßenköter scheint verrückt zu sein. Nun sieh mal an. Verheißungsvoll. Kommst du mit mir, hungriger Wolf? An diesem Tag wurde ein junger Wolf vom Schlachtfeld gerettet. Er trainierte ohne Unterlass und wurde zu einem Meister-Shinobi. Oh, Shinobi. Hör zu, Wolf. Vergiss niemals die eisernen Regeln. Als dein Vater ist mein Wort absolut. Das Wort deines Herrn ist bestimmend. Von heute an ist er dein Herr. Verteidige ihn mit deinem Leben, wird er gefangen. Hol ihn zurück, was es auch koste. Verstanden, oder Wolf? Okay. Ah, verheißungsvoll ist es auf jeden Fall, schon mal. Bin gespannt, wie oft ich fluchen werde. Vorab kann ich schon sagen... 20 Jahre nach Ishins Kuh stand Ashina kurz vor dem Zusammenbruch. Und der Shinobi, den man Wolf nannte, verlor alles. Den Vater, der ihn aufgenommen hatte, und den Jungen, den zu schützen er geschworen hatte. Okay. Shinobi, öffnet eure Augen zum Wohle eures Herrn. Okay. Was ist das? Ein Brief, der in den Brunnen geworfen wurde. Kuros Wolf, euer Schicksal erwartet euch im Mondblickturm. Entkommt aus dem Brunnen und findet den in Mondlicht getauchten Turm. Auch ohne Klinge könnt ihr ihn erreichen. Seid lautlos, seid aufmerksam. Okay, viel Leben haben wir nicht. Ich wollte mal gucken, wie das von der Qualität hier ist. Also, ja, das ganze Spiel auf der Xbox Series X, das heißt, wenn wir Glück haben, ich glaube, das haben wir auch, dann läuft das alles ein bisschen flüssiger als original, meine ich zumindest. Ich habe es irgendwo mal nachgeguckt, so, weil ich mache mal die Helligkeit ein bisschen höher. Gar nicht viel zu höher, aber so ein bisschen. Ich finde das ein bisschen dunkel. So. Und, ja. Wie gesagt, also ich werde wahrscheinlich ein paar Mal sterben hier und das ist auch nicht so schlimm, aber ich habe mir überlegt, ich schneide zwischendurch trotzdem mal. Das heißt, wenn ich 30 Mal das Gleiche mache, werdet ihr jetzt nicht 30 Mal sehen, aber ich werde es ein paar Mal zu euch natürlich sagen. Ne? Was springen, okay. Ah, man kann zweimal, okay. Ashina-Talsperre. Okay. Ich kann auch bestimmt irgendwie schleichen, ne? Das kommt wahrscheinlich gleich. An Wand drücken. Da ist jemand, ne? Okay.
Bleib unentdeckt, indem du dich duckst und Gebüsche versteckst oder dich unter dem Boden bewegst. Du besitzt dort kein Schwert, weiche Feinden mit Heimlichkeit aus und begib dich zum Mondblickturm. Wenn du kurz davor bist, entdeckt zu werden, erscheinen Wahnsinn über den Köpfen der Feinde. Der Shinobi auf dem Grund des Brunnens. Wir haben ihn weder gefesselt noch angekettet. Macht sich niemand Gedanken deswegen? Ganz und gar nicht. Er ist unbewaffnet und hat seinen Lebenswillen verloren. Er ist bloß ein Feigling, der unserer Sorge unwürdig ist. Was sagt ihr da? Das werden wir sehen. Den notiere ich mir in meiner Blacklist. Du wirst als erster dran glauben, wenn ich erstmal ein Schwert habe. Untergrundbewegung. Geduckt kann der Wolf in enge Räume kriechen, zum Beispiel unter dem Boden. Und da hinten rein zum Beispiel? Ah, okay. Na gut. Wo wollen wir hin? Ach, guck mal, ich kann wieder raus. Okay. Natürlich ein leichtes Gebüsch hier, ne, muss man sagen. Könnte wahrscheinlich auch ein bisschen. Dachte, ihr könnt ja noch was einstellen, aber egal. So. Ich weiß ja gar nicht, wo wir hin wollen. Erstmal, ne? Gehen wir erstmal durchs Gebüsch weiter. Da wird ja wahrscheinlich noch gleich was kommen. Da ist auch jemand. Lauschen. Die Tür des Mondblickturms. Du hast doch nachgesehen, ob sie verschlossen ist, oder? Sicher ist sie verschlossen, aber es hat niemand das Loch in der Mauer repariert. Ach das? Mach dir deswegen keine Gedanken. Das Loch führt zum Rand einer Klippe. Da kommt niemand durch. Außer ich. Muss ich hier runter? Dann sieht mich keiner, oder was? Probieren's mal. Okay. Da hangeln wir uns ganz easy längs. Okay. Da geht's runter. Müssen wahrscheinlich darüber irgendwie, ne? Okay. Schleichen. Aus dem Sprung an Kante hängen. Springen, in Sprung, X in Kantennähe, am Kantlängs hangeln. Okay. War nicht so schwer jetzt gewesen. Ah, ich glaube, man muss die Steuerung so ein bisschen verinnerlichen, weil die wahrscheinlich später wieder enorm wichtig sein wird. Ein Band drücken? Soll ich mich denn hier an der Wand drücken? Achso, okay, warte. Okay. Ist das das Loch? Wahrscheinlich, ne? Aber da ist ein Kind. Na gut, gehen wir mal hochgehen. Oh, jetzt geht was ab. Na, wer ist sie? Ich bin froh, dass du hier bist. Es ist lange her, Wolf. Ich werde euch befreien, mein Herr. Also dann? Erhebe dein Haupt. Yes! Meine Klinge. Kusabi Maru, dein Schwert. Wieso hat sie das? Na gut. Mein Shinobi. Im Rahmen des Bündnisses von Herr und Gefolgsmann stellst du dein Leben in meinen Dienst. Gerne doch. Wie ihr wünscht. Ein Katana erhalten von Kuro, dem göttlichen Erben.
Es ist ein Familienerbstück der Hirata-Familie, einem jüngeren Zweig Ashinas. Es galt einst als vergessen, ist dann jedoch in den Besitz des Wolfs zurückgekehrt. Der Name Kusabimaru vermittelt, die Aufgabe eines Shinobi ist zu töten, doch selbst ein Shinobi darf nicht das Mitgefühl verlieren. Ein Mantra, das die Klinge selbst manifestieren kann. Okay, kannst du mir was erzählen? Treuer Wolf, du bist verletzt. Ich habe etwas, das helfen könnte. Es ist eine besondere Kürbisflasche mit Heilwasser. Heile damit deine Wunden. Eine Kürbisflasche mit Medizin, die Vitalität wiederherstellt. Rasten füllt die Kürbisflasche wieder auf. Hergestellt von einer Schülerin des herausragenden Doktors Dogen. Auch wenn es befremdlich wirkt, dass die Flasche sich von allein auffüllt, liegt das Geheimnis vielleicht an den Samen im Inneren. Kurosama. Nun dann, warst du danach schwer verletzt? Danach? Wonach denn? Erinnerst du dich nicht an jene Nacht? Nein. Nein. Wir reden später darüber. Jetzt müssen wir erst einmal aus der Ashina-Burg fliehen. Wie ihr wünscht. Unter der Brücke, über dem Burggraben, gibt es einen Geheimgang, der aus der Burg führt. Ishin-sama hat mir davon erzählt. Finde diesen Geheimgang für mich. Wenn du ihn gefunden hast, dann pfeif auf einem Schilfrohr, wie du es früher einmal gemacht hast. Ich komme, sobald ich das Pfeifen höre. Okay. Du kannst verschiedene Schnellobjekte durchblättern und je nach Situation verwenden. Wenn du zum Beispiel Schaden erlitten hast, kannst du mit der heilenden Kürbisflasche Vitalität wiederherstellen. Schnellobjekt benutzen, Schnellobjekt durchblättern, okay. Gucken wir nochmal hier durch. Im Ausrüstungsmenü kannst du deine aktuell ausgerüsteten Schnellobjekte wechseln. Für die 5 Plätze kannst du Schnellobjekte je nach Bedarf ausrüsten und wechseln. Okay, da Schnellobjekt. Kürbisflasche. Heimkehrfigur. Ein handflächengroßer Holzbutter, mehrfach anwendbar. Im Besitz des Wolfs, seit er von seinem Vater gerettet wurde. Seine Kanten sind vom Gebrauch abgerundet. Dieser Butter ermöglicht die Heimkehr. Er bringt seinen Nutzer zur zuletzt besuchten Figur des Bildhauers oder zum maroden Tempel. Oh, mache ich jetzt nicht direkt da rein, oder? So. Objekte, die du besitzt, kannst du im Inventarmenü ansehen. Okay. Ah, okay, da kann ich auch durchgehen. Gut. Wie wär's, wenn ich diesen Kram jetzt mal trinke? Okay, aber hiermit? Womit trinke ich? Hat er mir das gesagt? Weil ich gucke mal kurz aufs... Nicht, dass der jetzt irgendwie was verkehrt mache. Dann gucken wir doch lieber rein. Ducken, Objekt benutzen, ist nach oben. Okay. Ah, okay. Wie weit? Gut. Können wir jetzt nicht so viel benutzen, aber so ein bisschen immerhin. Okay. Kann man irgendwas? Kann man irgendwas machen noch? Oh. Ist das vielleicht ein bisschen zu laut? Da komme ich nicht hoch, okay. Interessiert keinen hier, glaube ich. Ich kann hier so laut sein, wie ich will. Kann das sein? Was ist das? Objekt aufsammeln. Medizinische Kügelchen, die langsam Vitalität wiederherstellen. Ein geheimes Verfahren, das seit Generationen in diesen Ländern weitergegeben wird. Aufzeichnungen zufolge wird es seit langem in Kämpfen eingesetzt und führte zu einer berühmten Widerstandsfähigkeit der Ashina-Krieger. Ein Kästchen voller Kügelchen kann auch als Kampfamulett dienen. Oh, gut, ich hab was gefunden. Das ist eine Kiste, kann man die aufmachen? Nee. Ja, doch, oder irgendwas, ne? Okay, am Wand drücken brauchen wir hier nicht. Gut, was war das jetzt für die Kügelchen? Muss ich mal kurz gucken. Inventar? Kügelchen, medizinisch. Ja, nee. Okay, können wir wahrscheinlich jetzt nutzen? Sollten wir das machen? I don't know. Wenn wir noch nicht Vollenergie haben, wir ja nicht, ne? Ja. Aha, guck mal. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weißt du nicht, wie viele wir davon haben? Haben wir noch welche davon? Oder sind die jetzt alle weg? Ja, sind alle weg dann. Okay, der hat ja gedacht, dass er nur eine Kugel ist und man hat mehrere davon. Und gut. Okay, ja, lass uns doch mal rausgehen. Wie kann ich am Ende... Okay, das werden wir wahrscheinlich gleich draußen erfahren, wie man kämpfen soll.
Ein Shinobi will die Haltung seines Gegners durchbrechen, was zum Beispiel durch Angriffe möglich ist. Wenn die Haltung des Gegners durchbrochen ist, ist er für einen Shinobi-Todesschlag anfällig. Angriff? Er hat durchbrochen? Okay. Okay, den habe ich gar nicht gesehen, noch ein zweiter war. Ah! Na gut. Das ist ja ärgerlich jetzt, ne? Muss man zugeben. Verlieren die was? Ne, die verlieren nichts. Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwo links kommen. Manchmal reichen Angriffe nicht zum Durchbrechen der Haltung des Feindes. Das Parieren fand die Angriffe kann durchbrechen ihre Haltung ebenfalls. Ein erfahrener Shinobi erreicht. Ach so. Erreicht nur den Wechsel von Parieren und Angriffen einen schnellen Sieg. Probieren wir mal. Oh. Oh, verdammte Axt. Muss man auch schon ein bisschen aufpassen. Okay. Gut, gut. Okay, dann hinten zwei. Wenn du dein Ziel erfasst und deinen Feind immer von dir fernhältst, kannst du viel leichter angreifen. Parieren und andere Kampfaktionen ausführen. Erfassen, bei Zielerfassung, Zielwechsel, okay. Nämlich nicht gesehen hier rum, oder? Tot. Das ging relativ zügig, oder? Das war wirklich schnell. Na gut. Ah, wir haben wieder volles Leben? Hä? Na gut, das ist auch nicht schlecht. Aber ich muss wahrscheinlich alle nochmal killen, okay. Parieren ist natürlich ein bisschen einfacher, sehe ich gerade. Ein bisschen aufpassen. Kann ich nicht auch von oben angreifen, irgendwie? Stimmt, oder? Geht's wahrscheinlich weiter, ne? Irgendwo Geheimnisse?
Ja, glaube ich, gehe ich mal lieber nicht links jetzt mal. Obwohl, wir haben Kante längs hangeln. Kann man hier irgendwo hinkommen? Okay, da kommen wir nicht hin. Okay. Gut. Konterhieb. Einen Konterhieb kannst du ausführen, wenn du direkt an Pirin angreifst. Dabei fügst du der Haltung Schaden zu. Du hast keine Zeit, sie zu erholen. LB, wenn der Angriff den Angriff trifft, macht dann Pirin Konterhieb. Okay. Hart. Oh. Okay. Du kannst verschiedene Schnellwerke. Okay, wollen wir jetzt nicht. Das war schlecht. Alter! Okay. Bisschen taktischer klug vorgehen, wenn nicht schlecht. War richtig schlecht gerade, aber naja. So lernt man, ne? Das wird spannend. Krass. Okay, nochmal. Los geht's. Nein! Mein Gott, da war ich übermütig gerade. Was ist denn da los gerade? Das war ein bisschen blöd von mir gerade, aber naja, was soll's. Alter, ich muss mal überlegen, wie ich hier am besten. Ich hab den Dreh ein klein wenig raus. Mal gucken. Mit der Küche hier langsam auf den. Wieder eingesammelt? Sehr gut. Wir wollen uns mal ganz kurz. Die müssen wir mal irgendwo in unseren Inventar packen nochmal. Ah, ich nutze einfach mal. So. Gut. Können wir da hochklettern? Öffnen. Okay, aber ich gehe mal kurz hier an der Seite längs, bevor wir die öffnen. Nur mal um zu gucken. Nicht, dass wir da irgendwas übersehen. Guck mal, hier ist doch schon mal was. Was ist das? Handvoll Asche. Zu einem harten Klumpen zusammengepresste Asche. Wirf es auf Feinde, um sie kurzzeitig abzulenken. In Ashina fällt viel Schnee, sodass die Öfen sich mit Asche füllen. Okay. Da kann ich runterfallen wahrscheinlich, ne? Aber ich kann auch rüberkommen, sehe ich gerade. Okay, das ging nicht. Aber so vielleicht? Ne, komme ich nicht ganz hoch, okay. Weiß nicht so clever. Na, gehen wir erstmal hier wieder hoch. Okay, sollen wir durch die Tür gehen? Oder können wir da auch irgendwie längs kommen? Also ich kann da bestimmt da an den Rand dran, ne? Sehe ich gerade. Kann ich hier längs laufen? Wahrscheinlich. Na, was war das denn? So, warte mal. Weiß, ich könnte durch die Tür gehen, aber ich will einmal hier längs gehen. Da kann ich ja so einen hinterhältigen Angriff von hinten machen. Hinterhältigen Angriff von hinten. Ist auch geil. So.
Tja. Im Sprung, im Wand, nee, Wandsprung, okay. Das ist so. Ah, können wir lauschen. Du kennst doch den geheimen Durchgang am Grund des Grabens unter der Brücke. Wir haben Befehl erhalten, ihn zu bewachen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden immer strenger. Bald werden wir Krieg haben. Okay. Was denn da? Hey, ist das ein ekliger Mong oder? Oh. Der war eklig. Oh, das war der. Okay. Gibt wahrscheinlich mehrere Wege hier. Vielleicht auch nicht. Da kann man sich fallen lassen, okay. Kügelchen, ah, sehr gut. Soll ein bisschen sparsam sein mit den Kügelchen. Ist doch die Frage, wo wir jetzt hin sollen, ne? Ja, runter hier. Was ist er denn hier? Betet da? Das ist natürlich eine Tür. Sollen wir da mal reingehen? Mal gucken. Suchen wir mal. Dies scheint der Fluchtweg zu sein. Den göttlichen Erben mit dem Schild vorrufen? Ja, ne? Hi, ist sie schnell. Er. Warte, was ist denn, Mädchen ist? Ich glaube nicht. Oh, du hast es gefunden. Dann lass uns jetzt gehen. Ja, mein Herr. Okay. Ich würde ja sagen, ich weiß nicht, ob es ein Mädchen und Junge ist. Dass der einzige Weg, meiner Blutlinie zu entkommen, die Flucht davor ist. Ich möchte jetzt auch nicht gendern hier. Also wenn er Herr sagt, gehe ich davon aus, dass es ein Junge ist. Wohin sollen wir gehen, wenn wir aus der Burg geflohen sind? Zunächst sollten wir wohl die Ashina-Grenze überqueren. Oder uns vielleicht irgendwo verstecken. Was meinst du? Was immer ihr wünscht. Was immer ich wünsche? Das ist der Wolf, den ich kenne. Sorry. Ach, nichts. Nur Erinnerungen. Dann los. Okay. Sollen wir hier losgehen? Ich glaube, die erste Folge wird ein bisschen länger, weil wir so ein bisschen reinkommen müssen. Aber ganz so lang werde ich die auch nicht machen, aber mal gucken. Huch. Okay. Ich weiß nicht, wo wir längs sollen. Oh, warten. Der göttliche Erbe. Oh. Wir sahen uns zuletzt am Grab eures Onkels. Genichiro-sama. Ich... Oh, der erste Bosskampf, oder was? Danke. Trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt werde ich sehen, ob ich Bock habe, das noch zu spielen. Bei meinem schlechten Erfahrungsdrang. Der edle Shinobi steht uns also im Weg. Okay. Du stehst vor. Oh, Mist. Habe ich noch irgendwas, was ich nehmen kann? Oh, was ist denn? Okay.
Ah! Hat er mir gerade den Arm abgetrennt, der Assi? Scheiße! Okay. Das war jetzt ein schneller Kampf. Ah nein, der muss immer ein bisschen mehr blocken, oder was? Kacke. Mehr hat mir ein Shinobi nicht zu bieten. Der göttliche Erbe kommt mit mir. Ah, vielleicht gehört das auch so. Ich bin gerade auf. Ich hab mir früher keine Sachen angeguckt von dem Spiel. Das heißt, ich weiß nicht, ob es dazugehört, aber ich denke mal, so wie es aussieht, gehört es wahrscheinlich dazu. Na gut, hätte ich wahrscheinlich keine Chance gehabt. Warum habe ich die scheiß Kugeln benutzt? Mann, hätte mich einfach abmurksen lassen sollen. Trotzdem fehlt mein Arm, nur so nebenbei. Gott. Du bist also wach. Der Tod scheint nicht dein Schicksal zu sein. Noch nicht. Der künstliche Arm eines Shinobi, der vom Bildhauer weitergegeben wurde. Eine Nachbildung eines menschlichen Arms mit einer Fülle von Mechanismen. Sie wurde speziell für Modifikation und Anpassung entworfen. Trotz einiger Kratzer sowie Blut- und Ölflecken ist sie in tadellosem Zustand. Okay, was ist das denn hier? Hä? Reden wir mit ihm. Wie nennst du dich? Deine Augen. Ich sehe die Augen eines Wolfes, der es nicht geschafft hat, seine Pflicht zu erfüllen. Das geht euch nichts an. Die Worte eines wahren Shinobi. Ich muss den Buddha schnitzen. Tu, was du willst. Fragen, wie du hergekommen bist? Wie bin ich hierher gelangt? Ich habe dich nur hergeschleppt. Dabei wusste ich nicht mal, ob ich vielleicht nur eine Leiche mit mir herumschleppe. Ich konnte aber nicht zulassen, dass du von einem Rudel wilder Hunde gefressen wirst. Wie lange habe ich geschlafen? Seit ich dich gefunden habe, ist einige Zeit vergangen. Ich verstehe. Aber dein Meister lebt noch. Er wird in der Ashina-Burg gefangen gehalten. Sie werden seine Blutlinie bald für sich nutzen. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Was ist mit meinem Arm? Mein linker Arm. Was habt ihr mir angetan? Das hier nenne ich eine Shinobi-Prothese. Ein passender Fangzahn für einen einarmigen Wolf. Außer wenn man einen Buddha schnitzen möchte. Du kannst sie haben. Eine Shinobi-Prothese? Sie ist nicht einfach nur ein Ersatz für deinen verlorenen Arm. Komm mich besuchen, wenn du Shinobi-Module findest. Shinobi-Module? Verstehe. Für die Prothese. Du lernst schnell. Wenn du mir Shinobi-Module bringst, werde ich einen Weg finden, sie mit deiner Shinobi-Prothese zu verbinden. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Ich habe schon zu viel gesagt. Geh jetzt. Ich muss nach dem Blut nochmal fragen. Das Blut des göttlichen Erben. Was bedeutet das? Ich weiß nicht viel über ihn, außer das Drachenerbe.
Das ist der Name eines besonderen Blutes. Und dieses Blut fließt durch die Adern deines Meisters. Und der göttliche Erbe. Jemand ist hinter ihm her. Es kann sein, dass die seltsamen Dinge, die mit deinem Körper passieren, etwas damit zu tun haben. Okay. Du bist ziemlich seltsam, aber auch andere seltsame Besucher sind in diesen Tempel gekommen. Einer befindet sich auf der Lichtung rechts neben dem Tor, das vom Tempelgelände führt. Zwei Fremde in seltsamen Umständen. Ihr zwei könntet euch verstehen. Okay. Was ist das für ein Relikt? Er schnipst wie der Typ von Nintendo. Der Chef immer, ne? Siehst du diesen gütig blickenden Buddha dort? Das ist keiner von meinen. Er wurde vom wahren Bildhauer geschaffen. Wenn sich jemand dem stellt, was sich in seinem Innern befindet, kann er womöglich helfen. Sich dem stellt, was in ihm ist? Wut, Traurigkeit oder vielleicht uralte Erinnerungen. Diese Art von Dingen. Okay. Ich habe nochmal Relikte. Was bringen die Relikte, frage ich mich. Mal hier rumgehen und gucken, was das ist hier. So eine Art wie, das, wie bei Dark Souls, so ein Bereich, so ein geschützter Bereich irgendwie. Relikte. Shinobi können Schatten ihrer vergangenen Taten hinterlassen. Sogenannte Relikte. Relikte dienen als Anleitung für andere Shinobi. Manche weisen den richtigen Weg, andere einfachen Konkurrenzkämpfe. Okay, das ist dann. Okay, das ist dann sowas. Was man so typisch kennt, ne, von den anderen. Figuren des Bildhauers besuchen? Figuren des Bildhauers dienen als Checkpoints überall in Ashina. Beim Rasten dort wird deine Vitalität vollständig sowie eine Anwendung von Auferstehung wiederhergestellt. Gelagerte Schnellobjekte und Geister landen im Inventar. Besiegte Feinde werden mit einigen Ausnahmen wiederbelebt, wenn du rastest. Okay. Raste mal kurz. Du willst nicht. Okay. Gucken wir mal ganz kurz auf die Schnelltaste hier. Kann ich auch die Kühlchen noch legen, oder? Okay. Man weiß ja nicht, was die hier wollen von einem. Ja, die stand doch gerade eben noch nicht da. Ihr seid wirklich von den Toten auferstanden. Die Macht des Drachenblutes. Ich hätte nie gedacht, es mit eigenen Augen zu sehen. Wer seid ihr? Mein Name ist Emma. Ich stehe als Ärztin in den Diensten eines Meisters. Welchen Meisters? Vergebt mir, aber um seiner Sicherheit willen kann ich das nicht verraten. Mein Meister gab mir jedoch den ausdrücklichen Befehl, euch zu unterstützen, wo ich kann. Ich verlange nicht, dass ihr mir vertraut, aber ich muss dem Befehl meines Meisters Folge leisten. Eure Kürbisflasche mit Heilwasser, ich habe sie ursprünglich hergestellt. Ich bin Ärztin und werde euch als solche unterstützen. Diese Kürbisflasche ist von euch? Ja. Sie war für Kurosama gedacht, aber offenbar hat er sie euch anvertraut. Ihr habt es sicher bemerkt, aber das heilende Wasser in der Kürbisflasche vermehrt sich von selbst. Selbst wenn sie geleert wurde, füllt sie sich nach kurzem Rasten wieder. Ja. Kann man sie noch verbessern? Bringt mir Kürbissamen. Kürbissamen? Ja. Aus den Kürbissamen fließt Heilwasser. Kommen weitere Samen hinzu, erhöht sich die Menge an Heilwasser. Wenn ihr welche findet, bringt sie mir. In Ordnung. Cool. Ich habe eine Bitte. Was ist los? Lasst mich bitte euer Gesicht sehen. Was? Dieses weiße Mal. Ist das ein Geburtsmal? Nein. Dann
Dann muss es bei denen auftreten, die das Drachenerbe empfangen haben. Oder vielleicht ist es ein Symptom. Seid ihr fertig? Ja, das ist alles. Tut mir leid, das war ziemlich unhöflich von mir. Wiedersehen. Wiedersehen. Jo. Gut, also bevor wir jetzt hier weiter die Pfade längs schreiten, gibt es mehrere Wege, wie ich sehe. Glaube ich, war es das für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, und bis dahin. Tschüss.